Servusle und willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Subsistence mit Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr reinschaut. Es ist mittlerweile November, unser erster Novembertag. Das heißt, der Winter kommt jetzt auf uns zu. Und was auch auf uns zukommt, ich muss mal kurz rüberlinsen, ob die noch zu sehen sind, die Jungs. Siehst du da drüben das Feuer? Weißt du, ich war gestern nämlich Holz holen für uns, dass wir ein bisschen weiterbauen können. Und wie ich so gedankenversunken mein Holz besorge, hauen die mir in den Rücken rein und ich bin tot. Muss ich mein Zeug wiederholen? Den Ablauf kennt man ja. Die meisten Tode habe ich tatsächlich einstecken müssen wegen denen und jetzt reicht's. Wir werden jetzt gucken, dass wir uns den Helm bauen, dass wir noch ein bisschen Schutz zusätzlich haben. Dafür brauchen wir noch eine Sehne. Das heißt, wir müssen nochmal ausziehen, Puma irgendwo her besorgen oder einen Elch. Und das machen wir heute. Vorher gehen wir aber ganz kurz in die Beete raus, ob ich sonst alles da habe. Nicht, dass dann nochmal die Hälfte fehlt. Ich muss genau gucken, egal wann ich da draußen rumlaufe. Entweder kommen die vom See drüben oder die, die in dieser Richtung wohnen, ne? Aber die am See sind schlimmer. Die kommen nämlich mittlerweile rüber, über diesen kleinen Bachlauf, der da ist. Und dann farmen die da unten Zeug, wo ich immer gemütlich rumlaufe. Und jetzt reicht's halt, wenn wir uns einmal rächen, würde ich sagen. Jetzt pass auf, ich mache da gleich wieder Baumwollseeds rein, oder? Dann habe ich hier noch Zwiebel. Kann ich alles reinhauen? Ist wie das letzte Mal einer übrig. Hier der Böbbel da, der futtert auch ordentlich Zeugs weg. So. Aber er hat uns ein Ei spendiert und Level 3 ist er auch schon. Herzlichen Dank, mein Diggerle. Dankeschön. So. Erstmal hier die Butze wieder dicht machen. Aber es kann halt nicht sein, dass ich hier spazieren gehe. Eine riesen Map und die sind genau da, verstehst du? So, pass auf. Pass auf, ich will auf jeden Fall den. Habe ich alles überlegt, ob wir die bauen, aber der kostet ein bisschen weniger. Natürlich bietet er auch ein bisschen weniger, aber das macht ja nichts. Neun von den Dingern hier, von den Sehnen, ist jetzt momentan schon ein Wort, ne? Selbst für mich noch. Vier Leder. Davon vier Stück. Die Baumwolle hätte ich, Federn und Leder rausgeholt aus der Kiste. Wir müssen uns heute auf jeden Fall präparieren. Ich will die morgen angreifen. So, de Tor, vier. Dann haben wir die vier Stück für den Helm. Das ist schon mal ziemlich gut. Drei Sehnen, zwei haben wir. Ja, und zwei von diesen Metallplatten brauchen wir dann noch. Und das war's. Ich mache euch gerade mal hier mit rüber. Zwei von den Metallplatten. Das Ei mache ich hier dazu. Die Karotten ebenfalls. Die Geschichte auch. Die lasse ich gerade mal eben durchlaufen. Die Werte sind natürlich schon wieder am Abhauen. Das Schlimme ist nämlich ganz einfach, dass wir halt. Ich habe einen Gemüsemangel. War nicht letztes Jahr, war dann jetzt Eiweiß das Problem. Weil Eiweiß, Hammer. Hier, ne? Wo man noch Stegle raus und gut ist. So, getrunken habe ich erst. Eine Flasche nehme ich natürlich wieder mit. Das kennt man. Hier Mamas Fleisch drauf. Ha, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns geschwind einen Puma oben irgendwo besorgen. Dann habe ich mal den Helm. Und bevor wir dann natürlich rübergehen, will ich dieses Sprengding dann ausprobieren. Da brauchen wir das Teil hier noch. Warte mal. Das hier brauchen wir noch. Das heißt, vier Kupfer, sechs Elektronik und zwei Perlen. Vier Kupfer, sechs Electronic und zwei Perlen. Lass ich schon mal durchlaufen. Dieses hier. Ah, es kann ja nicht sein, dass ich hier beim Spazierengehen jedes Mal. Also irgendwie brauche ich halt von innen raus jetzt das Gefühl, dass ich mich einmal gerächt habe. Dann können sie von mir aus sich wieder aufbauen. Ist mir wurscht. Aber das gibt's ja nicht, das war dann hier, weißt du? Ich nehme auch an, dass ich dadurch einen Gegenangriff provoziere. Das kann natürlich jetzt schon sein. Brennstoff würde ich runterbrennen lassen. Wir machen jetzt tatsächlich eine gezielte Runde Puma heim. Dann fülle ich hier ein bisschen Fuel rein. Und dann gucken wir mal, wie weit wir stehen. Sudele. Die Beete, die könnte ich tatsächlich nochmal machen. Ich habe mittlerweile auch die Schwarzpulver für dieses Sprengding. So, einmal Bämsle. Einmal Bämsle. Problem wird sein, dass ich nicht genug Strom drin habe, aber der kann ja dann jetzt nachticken. Dann haben wir jetzt hier im Prinzip alles. Da haue ich das hier mit dazu. Ja? Das werden wir jetzt gleich draußen eingießen. Und so wie wir dann sind, gehen wir los, Puma jagen. Ich hoffe, dass das heute nochmal so schön klappt wie beim letzten Mal. So, einmal hier Dünger und einmal hier Dünger. Ich will halt auch bauen jetzt, weißt du? Ich habe das nämlich alles schon innerlich vorbereitet, wie wir das ausbauen. Die Nägel sind da, die Bretter sind da. Den Wolf brauche ich jetzt nicht. So, lass mich mal kurz reingucken. Naja, bessere Werte kriegen wir nicht. Ich kann ja eine Alge noch futtern. Und wenn wir die am See weg haben, können wir da auch nochmal eine Tauchrunde machen. So. Hoffen wir das Beste. Also,
Das sind zumindest die, die mir jetzt in den Rücken geschossen haben, ne? Deswegen sind die auch als erstes fällig. So. Natürlich nur, wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Habe ich aber jetzt schon, weißt du, ständig kriegst du hier Stress. Mit den Wildtieren sich zu arrangieren, ist mittlerweile dann halt mal das Problem. Die sind super gechillt. Die kann man umlaufen. Die knurren, weißt du, Tiere halt. Aber der Mensch, ich habe den nicht gehört, schießt er mir in den Rücken. Und irgendwann ist mal gut. Man kann nur eine gewisse Anzahl Kugeln fressen, bevor man durchdreht. Jetzt hoffe ich natürlich, dass mich der Puma nicht platt macht. Seid ihr da? Ihr seid da. So, den nehme ich natürlich mit. Wenn der schon mal gerade nicht belagert wird. Eine Szene. Dann haben wir den Helm. Dann haben wir die Sprengladung. Wir haben Äxte zum Türen aufschlagen, falls ich die Sprengladung versau. Ich habe ja noch nie eine benutzt. Muss erst mal gucken, wie das geht. Und ich versuche dann natürlich zumindest aus der Distanz schon mal zwei Stück auszudünnen. Ist da auch noch zufällig gerade eine Kiste? Ach, das Reh brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Puma, der wäre wichtiger. Ein Pumachen wäre wichtiger. Wenn ich hier hochlaufe, müsste man normalerweise welche sehen, oder? Da ist doch letzthin auch einer rumgestreunert. Ich nehme schon mal Ihmchen hier in die Hand. Banderolen habe ich dabei, also Blutung stoppen. Ich habe das Heilpackage dabei. Da werde ich mir wahrscheinlich noch ein zweites bauen, bevor wir die Jäger machen. Es sind halt doch vier Stück. Und je nachdem, wie die gerade bestückt sind, ich überlege übrigens, ob ich einen nächtlichen Angriff starte, ne? Bin noch nicht ganz sicher. Tagsüber würde ich sie halt besser sehen, aber nachts wird es mehr Fun bringen, finde ich. Und ich nehme an, dass die nachts auch daheim sind, weißt du? So, ich glaube, letztes Mal, als wir hier waren, hat es nicht lang gedauert, dann war ich gepumat. Puma. Vorne ist einer. 240 Leben, wenn er hat, geht's, ne? Ich muss nur genau gucken. Ja, es ist einer mit 205 Leben. Sieht er mich schon? Was ich nicht weiß, ist zum Beispiel. Ob so ein Puma, wenn der den ordentlich erwischt, auch mit dem Headshot-Blatt wäre. Ja, ich muss zweimal. Und ich habe eine Infektion. Ich hoffe, du hast mehr als eine Sehne dabei, Digga. So. Ja, herrlich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Infektionen müssen wir loswerden, aber da habe ich ja Gott sei Dank schon ein bisschen vorgesorgt. Das war das Puma-Thema. Ihr merkt schon, ich rede nicht mehr vom Elch. Der Elch ist hier so mein ganz spezieller, mein Einhorn. Wenn irgendwann mal einer auftaucht und ich habe alles dabei, probieren wir es. Ansonsten machen wir da jetzt keinen Kopf mehr. Hat sich ausgeelcht. Gibt es denn so viel Elend auf der Welt? Gibt es denn so viel Elend auf der Welt? Ah, oh, das bringt jetzt alles durcheinander, der Idiot. Scheiß Einhörner. Entschuldigung. Ich bin infiziert. Ich hab's, wenn der mich jetzt allerdings erwischt, ist vorbei, ne? Und er ist wieder weg. Ich sollte vielleicht erst die Infektion los. Wenn der jetzt einmal trifft, bin ich ja tot, verstehst du? Mit meinem halben Leben hier. Jetzt haben wir so lange keinen gemacht. Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, jetzt brauchen wir auch keinen. Ey, komm. Das muss jetzt nicht sein. Wenn ich jetzt nochmal sterben, mein Zeug holen muss, dann ist aller Plan durcheinander. Immerhin weiß ich, dass es noch Elche gibt. Ich muss jetzt meine Infektion loswerden, das ist mir jetzt wichtiger. Nach Möglichkeit. Und dann hätte ich am allerliebsten schon weiter vorbereitet. Ach schön, da freue ich mich aber. Da freue ich mich aber.
Ja, guck nicht so, Digga. Wo waren jetzt hier die Kiste? War denn hier die Miste? Alte Kiste, alte Kiste. Wie das jetzt in mir gerade bohrt, Leute. Wie das in mir jetzt gerade rumort und bohrt. Mit dem Elch. Den werde ich ja spontan nicht wiederfinden, oder? Ha. Was ist das? Was ist da jetzt gerade reingeküpft? Sehr schön, der Samen wie letztes Jahr oder wann das war. Es war das Reh. Das war das Reh. Scheinbar ist immer hier gerade allein im Moment. Achso, warte mal. Ja gut, infiziert bin ich jetzt schon. Brauchen wir jetzt auch keinen Kopf mehr machen. So. Drüben angelt er nämlich der eine immer ganz gerne, weißt du? Luft. Drüben ist noch die Muschel. Die Nuschel. Das Nüschelchen. So, hier. Also, dann heilen wir uns jetzt mal. Hände waschen schon, oder? Ja. So, Servus. Habe ich Holz, habe ich keins mit jetzt, gell? War ihm jetzt zu fein. Was haben wir hier? 250er Elch. Ich sag ja, es rumort in mir. Also, da haben wir schon mal die Heilung. Das hau ich rüber. Dann machen wir halt nochmal. Jetzt sind auf einmal wieder 1000 Elche da, jetzt wo ich sie nicht brauche. Das Fleisch koche ich mir ab. Das hau mal hier rein. Jawohl, ja. Und dann haben wir noch eine Leber. Für die Winterszeit. Hä, vielleicht machen wir doch den Elch. Ich meine, das, was ich hier noch vorbereiten muss, das dauert noch ein paar Minuten. Da habe ich nichts. Ich bräuchte zwei Shells. Die letzten zwei hiervon. Und dann gehen wir ganz kurz hier raus. Ist das erledigt? Hä, hey, mal gucken. 250, ja, den könnte ich ja normalerweise. Ein Pfeil und dann zweimal mit der Schrotze, dann ist doch der normalerweise down, oder? Weil ich will ja den Elch unbedingt einmal gemacht haben. Ich habe ja oft genug Elch gesagt jetzt, seit mir die Staffel war. Halt, das nimmst du so, das machst du rüber, dass du es nicht verlierst. Der Kollege hier auch. Ich gucke gleich nochmal, ob der noch da ist. Ach, ich wollte doch das Ding reinballern, Mensch. Hab's schon wieder falsch rumgemacht. Ja, pass auf. Kann natürlich sein, wenn ich Pech habe, dass die Jäger von drüben wieder angreifen. Scheiß drauf, ich probier's. Das Leben ist ja da einigermaßen wieder hochgetickt, oder? Wenn ich mich von hier schon anschleiche. Ich will ihm erst so eine verpassen, dann hinterher Schrotflinte und dann auf Lauerstellung bleiben. Ist jetzt halt ein zweiter Elch, ne? Hä, wo ist der jetzt wieder hin? Den habe ich doch nicht aufgeschreckt. Da hinten ist er. So, der müsste normalerweise. Ne, den Wolf habe ich jetzt irgendwie nicht. Wie viel Leben hat er? 202. Oh, der glitscht am Baum. Ne. Hier müssen wir aufpassen, ne? So. Achso, ich muss ihn nochmal anschießen, glaube ich, bevor er dann tatsächlich. So.
Genau abgetan, würde ich sagen. Mein erster Elch. Yeah, endlich. Oh, da war was Besonderes drin. Aber ich glaube, dafür brauche ich diese Dings, ne? Die habe ich nicht. Und nochmal eine Infektion. Ich drehe so durch. Jetzt ist mein ganzer Vorrat gleich wieder am Arsch. Kriegen die Jäger alles zurück morgen? Ha, jetzt muss ich vielleicht doch nochmal angeln. Ich weiß es nicht sicher. Jetzt gehen wir erstmal hoch. Du warst es, der da so. Alles klar. Jo, dann lasse ich das jetzt alles hier liegen, was ich jetzt gerade übersehe. Eigentlich habe ich es nicht übersehen. Ich lasse es nur einfach liegen. So, hier will ich aber kurz reinlinsen. Bevor die Damen und Herren Hühner mir, hoffentlich verreckt man das nicht im Winter hier, das Dreierhuhn. Höher wird es nicht, ne? Es wird erst wieder Level 10, glaube ich. Ich überlege, ob ich es über den Winter schlacht. Ich kann das fast nicht halten mit dem bisschen Gemüse, was ich da habe. So, Diggerle. Eiweiß habe ich genug. Wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich jetzt im Moment auch ein bisschen vorsichtig machen, indem ich jetzt hier, dass ich nicht alles verballer, weißt du? Ich meine, ich habe zwar nur die Heilkräuter am Start im Moment. Vielleicht lasse ich die Fallen über den Winter jetzt kaputt gehen und fülle die gar nicht nach. Solange wir Eiweiß haben, habe ich keine Probleme, ne? Oder ich nehme nur eine oder sowas. So, was darf ich mal reingucken? Was sind das hier? Kann im Ofen gebraten werden. Alternativ lassen sich Steaks daraus schneiden. Den kann ich hier nicht machen, ne? Ne. Also bis ich einen Ofen habe, zerteile ich es. Ja, schöne Geschichte. Zwei Steglein raus aus dem Elch. Guck mal, wie viel Eiweiß wir jetzt haben. Also da dürfte nichts schief gehen, oder? Dann hier einmal Hühnchenkaka und Hühnchenkaka. Ah, endlich haben wir mal den Elch geschafft. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Ich nehme jetzt noch mal eins. Wenn wir morgen da auf die Jagd wollen, müssen wir da fit sein dafür. Drei Röhrchen hätte ich noch, fünf von den Dingern auch. Und eine Leber ist gerade da, weißt du was? Weißt du was? Eins haben und nicht haben, darum geht es später. So, hey, da muss ich noch mal angeln. Aber ich habe ja noch zwei Angeldinger hier. Guck mal, wir haben viel zu wenig Gemüse. Siehst du? Das ist so, ist minimal, was da momentan ist. Das ist echt wenig. Egal, weiter geht's. Vielleicht haben die Jäger drüben angebaut. So, erstmal alles rüber. Beispielsweise auch das hier. Dann haben wir hier den Reserveblock. Das ist gut. Also, jetzt will ich natürlich als erstes mal den Helm für uns bauen. Da brauchen wir diese vier Leder, zwei Metallplatten, drei Sehnen. Eins, zwei, drei. Zack und zack. Wir bauen uns den Helmi Melmi. Dietrich habe ich auch keinen mehr nachgebaut. Und ich hätte natürlich gerne, bevor ich den Dietrich mache, hier einen Haken dran. Ein Metallbarren, ein blaues, sechs Zahnräder. Ein blaues, ein Metallbarren, Barren, sechs Zahnräder und 80. 80 hiervon waren es, gell? Da ist doch zwischendrin immer auch noch ein Schuss dabei, oder? Die sind doch schon wieder am Durchdrehen hier, die Jungs. Zwei. Ja, die ahnen, was jetzt auf sie zukommt. Bäm, ich baue mir ja den Sprengdinger hier. Ich hoffe, dass das mit der Sprengladung so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So, dann wird es Zeit, dass wir unseren Kittel anziehen schon mal. Habe ich hier auch nochmal einen Angelköder? Oh, schön. Dann fischen wir heute hinten raus noch ein bisschen. Ja, aber du solltest es dann schon auch. Das war die Ankommenkiste, falls sich jemand fragt. Hä? Hier. Hier sind wir da hoam. Hier sind wir da hoam. Da ist der Helm, Leute. So, aktuell Schadensabwehr 16, wenn ich es richtig lese. Minus 5,7 Kältetoleranz. Hitzedingsbums ist auch klar. Die wird dann die nächste sein, die wir bauen, ne? Allerdings brauche ich dafür 5
von diesen speziellen Ledern. Das bedeutet, die nächsten 15 Baumwolle sind schon mal gedanklich verplant. Ist das Schwein, gell, oder ein Wolf? Yeah, baby. Yeah, baby. Der Kittel ist total dreckig. Neu gebaut, einmal angezogen, schon hast du ihn versaut. Alterle, wie ich früher. Ja, das Grollen des Himmels unterstützt meinen Zorn. Nein. Nein, warum? Ich vergesse das immer. So, Leute. Wir machen das allerdings morgen dann an einem frischen Tag, ne? Das ist klar. Nicht, weil ich jetzt nicht gleich, ich möchte nichts reinpressen. Ich will mir da richtig Zeit nehmen. Das ist mein erster Angriff, ne? Ich benötige. Ja, das ist doch okay. Ja, hau doch das Zeugs hier durch. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was bräuchte man denn? Na, wir bauen uns jetzt die Base noch ein bisschen aus. Dann haben wir das heute nämlich alles wunderschön unter Dach und Fach gekriegt. Nächste Maßnahme ist der nächste Stromspeicher, wenn ich den Bogen bauen will irgendwann, ne? Stromspeicher, da wäre jetzt Masse. Müssen wir warten, bis die Masse auftickt. Das Zeug kriegen wir aber dann soweit hergestellt. So, pass auf. Hier haben wir gesagt, wohnen, weil ihr seht auch schon, dass es sehr großzügig eingerichtet ist. Gemütlich. Ich möchte allerdings eine Trennwand basteln ins Lagerwerkstatt-Thema. Wir brauchen drei Dächer. Wir brauchen drei Dachelemente dafür. Das sind also, jetzt hole ich erstmal alle Bretter raus und alle Nägel, die ich da habe. So. Alle Nägel, alle Bretter, die ich vorbereitet habe. Und machen wir mal hier die Hälfte. Ich muss hier auch kurz reingucken. Ja, den lassen wir noch ein bisschen runter ticken. So, pass auf. Das wird. Halt, stopp. Nee, nee, nee. Jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Wir brauchen keine Dächer hier, sondern wir brauchen für diese kleine Garage 2, 4, 6 Seile noch. Ist das teurer wie das Dach, ne? Egal, ich will das aber so, weil Flachdach sehe ich hier keins. Flachdach sehe ich da keins. So, dann haben wir das. Damit erweitern wir den Garagenteil um die Foundation, die draußen steht, um jeweils eine Länge. Dann ist das auch gleich zu, wenn wir uns noch zwei Wände bauen. Nochmal zwei Seile. So, die Kisten umgestellt, da ist es für mich am Anfang immer bisschen undurchsichtig, wo ich gerade war. So. Das nächste, was wir dann haben, ist das Problem, wenn ich das jetzt zubaue, kriegen meine Pflanzen gar kein Licht mehr. Und ich muss von außen hoch. Und da wollte ich ja diese eine Treppe hier probieren, gell? Haben wir gesagt. Da wollten wir uns die hier mal geben. Ich würde links vom Haus würde ich gehen. Aber eigentlich fände ich symmetrisch auch geil. Deswegen basteln wir, was wir können. Die machen wir mal hoch. Die machen wir mal kurz hier hin. Ist ja nur für einen kurzen Moment. Ja, Schweinderl. Irgendwas hat wieder ausgeschalten. Das hat sich angehört, als wäre der Kühlschrank aus. Nee. Musst du aufpassen wie ein Fuchs. Sonst verdirbt dir die Ware, wenn der Kühlschrank mal nicht gespeist wird, ne? Im Moment sind wir nämlich bei 0,09 rein und bei 0,2 out. Das Ding ist auch fertig. Ey, wieso bin ich jetzt schon wieder bei 0,2 out? Ich muss da ein bisschen was reinkippen, gerade mal. So, pass auf. Das passt. Ja, das ist schon recht, aber erst will ich die hier. Dann wäre das die Geschichte. So. Ah, Scheiße. Das ist schon recht, aber was jetzt halt ein bisschen doof ist.
ist ich bin noch nicht so zufrieden, weil das so in der Luft hängt, ne? Ah, das ist schade. Da vorne ist es schmäler wie hier. Ich probiere es mal an der Ecke geschwind, wo ich nachher hochgehe. Ach so. Ach so, was ich aber auch machen könnte. Wir gucken überhaupt mal, ob das da überhaupt hinpassen wird. Ey, das ist nix. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Aber wir hatten ja Folgendes gesagt. Ich möchte ja ums Haus rum die Terrasse ziehen. Das bedeutet... Entschuldigung, Dickerle, aber ich hab's geahnt, dass du kommst. Und was haben wir? Dankeschön, herzlichen Dank, mein Freund. Du wirst mir im Winter gute Dienste leisten. Hier bauen wir Foundations hin. Haben wir ja eh gesagt, dann gehen wir über die Foundations dann da hoch, ist doch klar. So. Erstmal kurz in die Stube, ins Stubaital. Die können wir gleich setzen, während wir die zwei bauen. Ich brauche nochmal 4 Seile. So sieht's aus, wenn ich Materialien besorgt habe. So, fertig. Das Schwein denkt sich aus, soll ich dem angreifen oder soll ich dem lieber nicht angreifen? Also die Foundations bauen wir dann die nächsten hier hin. Oh. Die hatte ich ja komplett aus den Augen verloren, dass da nochmal der Tomatle war. 2 Stück. Passt. Hauen wir gleich rein. Welche, wo habe ich es denn rausgezogen? Hier, gell? Naja, Bämmchen. So wie das letzte Mal halt auch. Also, pass auf, dann machen wir hier kurz den fliegenden Wechsel. Die sind längs gebaut. Eine hier. Morgen probieren wir unseren Angriff. Unabhängig davon, wie sowas, wie schief sowas gehen kann, machen wir das morgen. Wollen wir die... Die können wir dann später versetzen. Ne? Wichtig ist, dass wir hier hochkommen. Das ist das Ziel gewesen. Damit eben ihmchen hier... Es nimmt Gestalt an. Da war noch was kaputt. So, und da würde ich tatsächlich... Ich weiß nicht, wie viele Beete wir insgesamt kriegen werden. Ich nehme jetzt einfach mal an... Ich würde die hier in die Kante setzen erstmal, dass sie wirklich den meisten Lichteinfall bekommen. Ich nehme an, am Ende werden wir so 4 Beete haben, schätzungsweise. Warst das jetzt du, Schwein, oder war da noch eine Kiste bei? So, die muss ich jetzt auch noch versetzen, damit das sauber ist. Ja, müssen wir mal gucken. Wie viel Beete das werden, dann werde ich sie entsprechend oben immer schön symmetrisch halt hinsetzen. Ne? Weiß man ja, dass mir das Spaß macht, wenn es alles ein bisschen gleich ist. So, nach meiner Erfahrung. Ich muss weiter weg. Es müsste. Hey. Den muss ich nochmal wegmachen kurz. Machen wir jetzt so lange rum. Ne, wie gesagt, morgen, wir haben jetzt den Sprengsatz auf jeden Fall gebaut. Ich muss es immer nochmal wieder wegnehmen, dass ich es da hinten besser setzen kann. Sprengsatz haben wir gebaut, das ist schon mal ganz wichtig. Und jetzt muss ich gucken, das war ungefähr auf der Höhe. Ja, wird es Zeit, dass wir das hier gemacht haben jetzt. Jetzt pass auf. Das wird es gewesen sein, oder? Jetzt ist es ähnlich wie hier. Jetzt passt es. So, noch einmal hier. Was mir jetzt auffällt, ist, ich weiß noch gar nicht genau, wenn ich es jetzt gleich mal. Das müssen wir uns noch zusammen angucken. Ich will ja. Da kommt natürlich später noch ein schöner Zaun hin und was weiß ich, was wir für Fetzel noch machen können. Wenn ich jetzt die Wand da raussetze, dann ist das Ding zu.
Dann ist das Ding zu. Ich bräuchte also normalerweise nochmal Foundations, mindestens mal auf einer Seite. Ich muss nochmal kurz rein. Ja, wie viel sind da jetzt momentan die Werte? Das Ding ist halt schon wieder runter jetzt hier. Mal gucken, wie wir das anstellen. Mal schauen, wie wir das anstellen wollen. Also, pass auf. Nägel haben wir nur noch zwei. Boah, mir reichen noch nicht mal die Nägel. Es sei denn, ich habe vielleicht die Chance, mir kurz zwei zu basteln oder so. Was brauche ich dafür? Zink, Eisenfragmente und das Metall. Gib mal Metall. Gib mal Zink. Ich brauche noch zwei Nägel, ne? Ist das dann immer ein Nagel? Nee, das wird schon eine Handvoll sein, oder? Ich sehe das nicht dabei. Nee, ich sehe es nirgends. Ich habe 22 Nägel, der baut mir jetzt die hier und das ist wie viel? Ja, 5er Päckle Nägel ist okay. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir auf jeden Fall den Bereich für die Tür. Eigentlich bräuchte ich sogar 3, 12, 24, 36. 36 werden wir mal bei 8 Stück. Das heißt, ich müsste nochmal 2 basteln. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Gehen wir nach Farmer, wenn wir wieder Zeugs brauchen. So, dich hau ich hier hin. Dich hier. Dann brauchen wir die Seile jetzt mal. Ich nehme das mal komplett raus jetzt hier eben. Der Diggerle jetzt hier, wie er aussieht mittlerweile, gell? Warte mal, ich stelle mal gegen das Licht. Yeah, Baby. Fällt mir schon ziemlich gut. So, die Nägel raus. Dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt mal 15 Bretter. 15 Bretter. Ich hau die schon mal durch. Die kommen schon mal rüber. Und ja, das dauert jetzt eine Weile. Da werden wir morgen, bevor wir dann losziehen zu unseren Nachbarn, werden wir das folgendermaßen machen. Ich zeige es euch kurz. Wir werden hier die Wände und die Tür weiter vorsetzen um eins. Die Foundations, die ich jetzt baue, kommen dann hier dran, sodass wir später dann hier außen rumlaufen können und entsprechend hier dann auch hoch, ne? Dass wir das alles hier schön bedienen. Da wird später dann auch noch ein Zaun rumkommen. Vielleicht mache ich es aber auch aus Glas, wenn ich mal irgendwann viel Materialien übrig habe. So, und dann wird die Foundation außen entlang laufen, ums Haus herum, zumindest sage ich mal bis hier. Und hier haben wir ja durch die Schräge dafür was anderes Besonderes, ne? So in die Richtung stellen wir das vor. So, bevor der ausgeht, gönnen wir uns einmal ein Package. Fum. So, und die habe ich gebaut, weil das da hinten wird eher eine Dunkelkammer, wo dann die Öfen und so das Zeugs drin steht. Wir können natürlich das jetzt schon hinmachen. Weißt du, und dann können wir das jetzt einfach vorziehen. Wollen wir das noch kurz machen, bevor ich zur Folgewechsel rübergehe? Ja, das machen wir noch schön. So, einmal. Perfekt. Jetzt überlege ich gerade was. Da könnte ich mir eine Foundation sparen. Wenn ich hier zwei Wände mache, dann kostet es aber trotzdem. Ne, wir machen das so, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Und dann fehlen uns natürlich innen drin noch die Raumteilerwände. Die müssen wir die Tage dann mal irgendwann machen, wenn wir wieder Mats haben. Ne? Dann muss ich jetzt aber erst warten. So. Einmal die Geschichte, einmal die. So. Warte. Also, jetzt haben wir hier praktisch einen Bereich, der flachdachmäßig ist, oben für die Beete. Hier unten kommen dann die Dinger rein. Die werde ich jetzt schön an den Rand setzen hier. Dann werde ich hier bei der BKE wahrscheinlich die zwei Maschinen so lassen. Ja, die sind jetzt dann weg. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Und das Lager wird dann entsprechend hier ins Eck reinkommen. Eventuell mache ich hier auch noch eine Trennwand rein. Das weiß ich noch nicht genau. Muss ich mir angucken. Dann haben wir hier auf jeden Fall Lagerbereich. Hier werden dann noch so Blindwände reinkommen, dass man auch das Gefühl hat, vom überdachten Hausbereich geht es dann rüber in den Lagerbereich. Ja, und gerade haben wir es ja zusammen aufgebaut. Dann wirst du zukünftig. Hier fehlt uns dann nochmal eine Leiter.
Ich habe da mal eine ganz blöde Frage. Gerade hatten wir. Da war doch eine Treppe, oder? Habe ich die stehen lassen? Muss ich mal morgen angucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt was. Geht's dir gut, Harald? Boah, Harald, hier. Bisschen Wasser. Futter hast auch keins mehr. Aber Diggerle, ich habe selber kaum mehr welches. Ah, jetzt habe ich den Scheiß wieder. Naja. Jo, ich bin ja mittlerweile gewohnt. Also muss man noch eine Treppe aufbauen da hinten dann. Ja, der Harald braucht was zum Futtern. Das ist jetzt aber echt übel, weil das hier nimmt er mir nicht. Weißt du was? Wir werden es wahrscheinlich schlachten. Das hier nimmt er nicht. Die Kartoffel bringt nicht viel. Ich werde mir das ganz genau durch den Kopf gehen lassen. Aber ich brauch's Gemüse im Winter selber. Haraldle. So Leute, wir sehen uns morgen. Wie gesagt, ich habe den Plan gefasst, dass wir uns morgen mal mit den Jägern drüben beschäftigen. Ob das natürlich dann so aufgeht, kann ich noch nicht sagen. Aber das werden wir dann morgen gemeinsam erleben. Ich freue mich auf euch. Bis dann.